So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mission, die Hauptmission, es geht weiter, Teil 2 von Code Talker. Dann machen wir das auch. 288 Meter, wir haben gerade im letzten Part die Scharfschützen ausgeschalten. Ja, war ein netter Kampf. Nein, ich lauf, passt schon, ich gehe weiter. Die ist gerade aufgestanden, oder? Die sind gerade alle aufgestanden, ich habe keine Ahnung, ich muss weg da. Weg. So, was da drinnen jetzt passiert, weiß ich allerdings nicht. So, ich bin gewohnt, auf Dreieck Waffenwechsel zu machen. Hauptsache, mein Hund ist da. Der Hund ist Gold wert. Das ist ein Wahnsinn. Hund ist einfach nur Gold wert. Mit diesen Markieren von Feinden. Das hat mir wirklich, sehr gut geholfen bei den Scharfschützinnen. Und jetzt wird er mir da auch noch helfen, hoffentlich. Okay, Moment. Da geht's aber nicht weiter, glaube ich. Oh ja, da rauf geht's, okay. Schöner Wasserfall. Das wird schon passen. Also, wir gehen jetzt mal einfach mal weiter. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht wirklich aus. Okay, Feind gefunden. So. Zweiter. Okay. Okay, da drinnen ist er anscheinend irgendwo. Drei, vier, okay. Fünf. Sechs. Sieben. Komm, dreh dich weg da. Du gehst mir jetzt schon am Arsch. PF Zero Risk Security. Looks like they're already on guard. Why don't you try interrogating them? They might know the target's exact location. Ah, ja, genau. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, bevor du da irgendwen rufst. Tun wir dich mal da schwer verwunden. Ah, den treffe ich von da nicht, okay. Komme ich da rauf? Ja, das schaut gut aus, da komme ich rauf, das ist gut. So, einen müssen wir verhören, damit wir wissen, wo das Ziel ist. Bevor ich da blind herumlaufe, das ist eine gute Idee, danke, dass du mich daran erinnerst, dass sowas auch noch gibt. So, der Typ steht nämlich perfekt gerade da, den Typen bringen wir jetzt noch um, auf die Garen. Ja. So, Moment. Okay, der ist schon drinnen, glaube ich. Der Typ hat sich gerade weggedreht von mir. Das ist gut. So, Moment. Ganz kurz. Steh auf. Lauf hin. Lauf. Lauf, Snake. Lauf. Nein, du sollst aufstehen und laufen. Du bist echt ein... Oh, Snake. Na toll. Okay, Moment, ganz ruhig. Okay, der Typ ist mal ausgenockt. Gut, die sind da eh alle da drinnen. So, ich brauche ein lebendes Exemplar dafür. Dafür holen wir uns den da hinten. Die können mich jetzt nicht mehr flankieren, so viele Leute sind das jetzt auch wieder nicht. Also ich scheiß mich jetzt da nicht wirklich davor an. Der kommt gerade noch vor, das ist gut. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt muss er nachschauen. Nämlich, das ist die menschliche Neugier. Jetzt, boah, Alter, fick dich doch. Ich wollte jetzt da, er hat eine Schrotflinte in der Hand. So, wie geht das? L1 und Pfeifen, spuck es aus. iDroid Information updated. There's more than one
Okay. Das passt schon. 6 Uhr in der Früh ist super. Das nehmen wir uns natürlich gleich mit da. Da vorne haben wir den Eingang anscheinend. Oder ist das der Eingang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall holen wir uns eh mal da raus dann nochmal. Dieses Teil da hinten. Das holen wir uns auf jeden Fall. Das ist auf meiner Motherbase viel schöner als da. So, und da hinten gehen wir jetzt einfach rein. Da können wir auch nicht... Ah nein, da können wir nicht reingehen. Okay. Also ich finde das zwar nett, dass man sagt, wo der Eingang ist, obwohl ich gleich daneben stehe. So, dann gehen wir in Deckung. Achso, nein, 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 nein. Bevor wir das machen... So, Missionen. Nachschubabwurf. Munition. Und einfach daher. So, wir holen uns jetzt einmal neue Magazine und neue Schalldämpfer. Bevor wir da reingehen, würde ich mal sagen. Die stehen ja eh da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind jetzt nicht wirklich viele. Aber trotzdem. Ich bin halt besser und gewandter mit dem Snipergewehr. Dafür hätte ich halt schon gerne Munition und neuen Schalldämpfer und alles mögliche. Ist eh gleich da. Na, währenddessen können wir ja mal... Braver Hund. Ein Hund, ich streicheln. Oh, du mich nicht anknurren. Da, bist eh ganz brav. Beruhig dich. Alles cool. So, nehmen wir gleich mal mit, da. Wäre cool, wenn du auch nachladen würdest. So, jetzt sind mehrere da. Oder sie haben sich alle auf einem Fleck gegeben. Okay, gut zu wissen. So, rein da mit dir. So. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich noch einen verhören. Das heißt... Vorsichtig. Hier drinnen, aber schaut cool aus. Nochmal was anderes hier. Ach, scheiße. Ich habe. Oh ja, da geht's eh durch. Ich habe mir gedacht, da geht's jetzt nicht durch. Gut, passt schon. So, einen Weinkeller haben wir da. Schaut aus wie die Burg in Ungarn. Wo ich vor kurzem erst war. Okay, da ist niemand. Der Hund ist auch nicht bei mir. Das ist scheiße. Gut. Da ist auch nichts. Okay, keine Diamanten oder irgend sowas. Schade. Passt schon. Gottes Willen. Okay. Ah, eine Katzin. Viel Spaß damit. It's infecting my men. How do we... Silence. Or death. What do you... It could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. The parasite has infected your band. Those are its larvae. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host's lungs, killing it. Particular sound. His words. They attack.
attack only those who speak a certain language. Not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. Good. That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, larva have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. If my children have upset the Hojo of the world, it falls to me to set it right. Da sagt man, Rauchen ist schlecht. Metal Gear tut uns das Gegenteil beweisen. So, Mother Base, okay. Schauen wir gleich mal. Okay. You secured the target, but he's too old to risk a Fulton extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base. Gut, dann machen wir das auch. So, ab geht's, auf geht's, raus geht's. So, wir holen uns gleich den Hubschrauber. So, nicht wundern, ich habe einen Cut gesetzt. Und zwar habe ich das hier vergessen, deswegen habe ich den Cut gesetzt. Na, Blödsinn. ja, es ist jetzt dann natürlich die große Frage. Da draußen stehen dann jetzt einmal zwei Leute. Da schicke ich erst einmal den Hund vor. So. Jetzt ist die Frage. So. Da durchzukommen, das ist ein bisschen arg. Das ist wirklich arg. Nämlich da hinter mir kommt auch noch ein Kampfhubschrauber. Da hinten sind auch noch Feinde. Der Hubschrauber ist da. Seht ihr dieses rote Ding da? Okay.
Ja, das, die Frage ist jetzt da halt, wie ich da halt durchkomme. Das Problem ist, dass ich halt da den Indianer da halt da irgendwie beschützen muss. Und dass ich die vielleicht aus der Reichweite da mache. Lad nach. Was anderes fällt mir da nicht ein. Ich könnte jetzt auch den Hund vorschicken. Allerdings weiß ich nicht, ob das so intelligent wäre. Da ist einmal einer. Der geht jetzt da genau da nach hinten. Das ist gut. So, den Typen hat er jetzt nicht markiert, warum auch immer. Wieso treffe ich den nicht? Go. Geht schon. Lauf. Attack. So, wo jetzt da allerdings der Hubschrauber ist, weiß ich nicht. Das ist mal gut, okay. Jetzt ist die Frage, ob die da hinten auch rauskommen. Gehen wir mal da ein bisschen vor da. Ah, die bleiben da hinten, okay. Moment. Womit? Wer schießt da auf mich? Wir müssen einmal da raus. Wir müssen auf jeden Fall da rauf. Nämlich da oben ist der Abholpunkt. Victims of the experiments. They were implanted. Without my knowledge, even had I known. Ah, es ist gut. There is nothing I could have done. But the MIA intel team members buried there too. Bastards. They're gonna pay for this. Ah, ja, 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 ja. So. Du bleibst mal, ich weiß nicht, bleib mal da sitzen. Ich mach die da oben noch. Sind jetzt da auch noch ein paar. Da oben waren urviele. Da oben haben, glaube ich, ich weiß jetzt nicht. Schätze mal, die 6-7 Leute auf mich geschossen. Einfach nur so. Vielleicht schulde ich ihnen Geld. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das jetzt da. So. Wir müssen den Hund öfters einsetzen. Das sind 4 Leute da oben. So, einer ist mal weg. Geh, 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 komm, lauf. Mach den Typen da kalt. Lauf, du sollst den Typen kalt machen. Gut. Lad nach. Ah, es ist schwer. Attack! Danke, nämlich der hätte mich jetzt flankiert, super. Ich weiß, dass ich ihn zurückbringen muss. Das ist gut. Scheiße. Scheiße. Komm, wer rot? Wer rot? Ach Gott. Das gibt's ja nicht. Geh darüber, Snake.
Alles cool. So, der Typ da hinten noch. So, jetzt werde ich da hinten gesehen. Das passt schon. Passt. Schnapp ihn dir. Du bist schneller als ich. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ich muss den Typen da raus. Ich muss den mitnehmen. Ich habe jetzt da ziemlich viele Leute zwar gekillt, aber trotzdem. Ich weiß, dass ich ihn mitnehmen muss. Nimm ihn auf, Snake. Nein, du sollst nicht nachladen, du sollst ihn aufnehmen. Du sollst ihn schultern, was weiß ich, tragen. Komm jetzt. Gottes Willen, bitte. Lauf. Ich glaube, wir können jetzt da schon langsam mal Hubschrauber treffen. Genau, nämlich da oben ist der Abholpunkt, das habe ich euch ja gesagt. Wir müssen da unbedingt draufkommen irgendwie. So, markierst du mir jetzt noch wen oder war's das jetzt einmal? Momentan schaut's gut aus. Momentan schaut's sehr gut aus. Nur noch 100 Meter weg. Oder fast 200 Meter. So, da nach hinten anscheinend. Ah, da komme ich nicht nach hinten. Da muss ich da wieder runtergehen. Moment, ich muss mich da mal... Oh, ja, okay, gut, so geht's auch, Snake. Du hast mir die Entscheidung abgenommen. Ja, das passt. Ja, das schaut gut aus. Momentan markiert mir der Hund nichts. Ich komme raus aus der Mission, ich habe sie geschafft. Bist du deppert. Okay, gut. Es war auf jeden Fall mal gut, wie ich das jetzt gemacht habe. Es war nicht so schlecht. Es geht besser natürlich, aber ich habe es geschafft. So, das nehmen wir uns mit. So kann ich mich schneller bewegen. Bist du schon da? Ja, meine Adleraugen erspähen jetzt nichts mehr. Okay, passt. Der ist eh schon da. Na, dann komm mal runter und rein mit euch da, würde ich sagen. Na, du auch, Snake. Boom, okay. Aber wir haben es geschafft. Zweimal oder dreimal bin ich da jetzt gestorben, weil ich einfach nur rausgelaufen bin. Das erste Mal habe ich es nicht gewusst, das zweite Mal habe ich mir den Hubschrauber geholt und bin einfach nur straight durchgelaufen. Das dritte Mal habe ich es nochmal probiert, einfach nur einfach gerade durchzulaufen. Und das vierte Mal war jetzt das hier. Also ein bisschen taktischer bin ich vorgegangen. Und die Aktualisierung kann später aktualisiert werden. Super, alles steigt auf. Extraction arrived at Mother Base. Das gefällt mir, sehr gut. Alles steigt auf. So, was kriege ich? Mission complete. Great work. Sehr gute Arbeit. Okay, ein B-Rang. Damit kann ich leben. Das Spoonman hätte wahrscheinlich ein S gekriegt, aber das passt schon. So, viel Spaß mit der Cutscene. Also, Staring, das überspringen wir so wie immer. Boss, we found the bodies of the two missing Intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Ja, Belohnungen, super, danke. So, Elite-Soldaten. Ja, da schließen sich immer mehr jetzt an. A++, A++. A++ und immer so weiter. Ich überspringe das einfach, das passt schon. Um Gottes Willen. Cutscene? Nochmal? Und? Und? Wenn nicht, dann fliegen wir zurück zur Mother Base, nämlich noch. Head no? Gut. Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another.
However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. That freak show back there. May the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo's some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea? Clouds ahead! It's them. Was heißt Fortsetzung folgt? Ist das Spiel noch nicht fertig oder was? Spaß. Bin gespannt, was jetzt kommt. Also die Cutscenes sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wirklich, man kann nichts dagegen sagen. So, 38%, bist du deppert wie so ein Schirr wie die Nacht. So the vocal cord parasites that have infected Mother Base. Their ethnic cleansers designed to silence those who don't fit into Skullface's worldview. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. Okay. So, wir fliegen zurück zum Mother Base und gehen uns mal duschen, würde ich sagen. Wir gehen uns mal duschen. Vielleicht sehen wir auch wieder eine Cutscene. Ich hoffe jetzt nicht nochmal die mit dem Hund. Nämlich, ich glaube, die mit dem Hund haben wir schon oft genug gesehen in meinen Let's Play jetzt. Aber hey, es geht voran. Es ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Bist du deppert, wir sind blutverschmiert. Ab unter die Dusche, Snake. Du bist echt Gold wert. Mit dir spiele ich am liebsten, Alter. Die Quiet kann zwar schießen, den D-Walker werde ich so und so nie verwenden. Fahrzeuge, scheiß drauf, ich gehe überall zu Fuß hin. Aber der Hund ist wirklich... Dieses Markieren von Feinden ist schon awesome. Das kann die Quiet zwar auch, aber trotzdem. Ich weiß nicht, der Hund taugt mir irgendwie weitaus mehr. Der beste Freund des Menschen und das zeige ich auch hier im Let's Play so oft, wie ich ihn schon verwendet habe. So, komm, runter mit dir, duschen. Ah, grüß euch. Grüß euch, Burschen. Bin wieder da. Stink wie wahrscheinlich, ich weiß nicht was. Geh duschen, Snake. Das Blut runter. Naja, nicht wirklich. Wo ist. Ist das ein Bug jetzt oder was? Boss, you have to get rid of this disease. Boss, if you need combat support, just let us know. Ah ja, Kampfunterstützung, genau, ja, genau. Moment, was ist denn das? Ah, das ist schon wieder so eine. Boss! Nebenoperation, okay, gut, ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, gut, warum auch immer, ich kann mich nicht duschen. Passt schon, mir ist egal. So, Hubschrauber. Komm wieder her. Und ich mache jetzt hier schon mal Part Ende, wir sehen uns dann wieder oben in der Luftkommandozentrale, so wie immer. Das dauert jetzt nämlich zu lang, sonst wird der Part zu lang. Und ich bedanke mich, macht's gut, tschüss Papa, euer Herzfehler.